Das Herz eines Kernkraftwerks ist der Reaktor. Umschlossen wird er vom Reaktordruckbehälter. Das ist ein mehrere hundert Tonnen schwerer Stahlbehälter mit einer Wandstärke von 15 Zentimetern. Er ist aus speziellem Stahl gefertigt und hält große Belastungen bezüglich Druck und Temperatur aus. Man kann sich den Reaktordruckbehälter als großen Kochtopf vorstellen. Im Innern wird Wasser erhitzt. Die nötige Wärme liefern aber keine Herdplatten, sondern die Brennelemente. Sie enthalten Uran, das gespalten wird. Bei diesen Kernspaltungen wird Energie in Form von Wärme freigesetzt. Gesteuert wird die Kernspaltung und somit die Leistung des Reaktors auf zwei Arten: durch Ein- und Ausfahren der Steuerstäbe sowie durch die Reaktorumwälzpumpen, die das Wasser durch den Reaktordruckbehälter pumpen. Das um die 200 Grad warme Wasser tritt zwischen Außenwand und Kernmantel in den Reaktordruckbehälter ein. Es wird von den Reaktorpumpen angezogen und in den Raum unterhalb der Brennelemente geleitet. Von dort strömt es zwischen den Brennelementen nach oben und erwärmt sich auf etwa 280 Grad. Da es unter Druck steht, beginnt es erst bei dieser Temperatur zu sieden und sich in Dampf zu verwandeln. Das so entstandene Wasser-Dampf-Gemisch durchströmt Wasserabscheider und Dampftrockner, die das Wasser vom Dampf trennen. Reiner Dampf strömt dann über Rohre zur Hochdruckturbine im Maschinenhaus. Reaktoren dieser Bauart, wo das Wasser bereits im Innern des Reaktordruckbehälters siedet, nennt man Siedewasserreaktoren. Das Schweizer Werk in Leibstadt ist einer und auch das Ende 2019 stillgelegte Werk in Mühleberg war ein Siedewasserreaktor.